Hallo, seid gegrüßt. Hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon-YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir machen heute den letzten Teil, die letzten vier Takte von der Summertime-Melody. Ihr habt vielleicht mit den anderen Videos ein bisschen gearbeitet, habt euch das drauf geschafft. Ihr wisst jetzt, wie diese Moll-Pentatonik für euch ist in B, also fürs Tenor, die E-Moll-Pentatonik. Ihr wisst, wie die geht. Habt die hoffentlich in den Fingern, habt die ein bisschen geübt. Könnt ihr auch auswendig spielen, also ohne auf die Noten zu gucken. Und ihr habt vielleicht den ersten Teil von Summertime, von der Melodie, ein bisschen gelernt. Vielleicht könnt ihr es auch auswendig, das wäre halt super. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch vier Takte, ganz am Schluss. Und die zeige ich euch in diesem Video. Ja? Ihr könnt euch wieder aussuchen, ob ihr es oben spielt mit Oktavklappe oder tief. Das geht beim Tenor beides. Wenn ihr es tief spielt, geht es ziemlich tief runter. Dann habt ihr unten immer dieses H. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Das ist nicht so leicht zu greifen, das kann man natürlich alles lernen. Ne? Ihr könnt es einfach mit einbeziehen. Wenn ihr gerne so Subtone spielen wollt, also so cool, rauchig, ein bisschen jazzy, dann könnt ihr natürlich unten spielen und dann klingt das viel besser. Also ich finde, unten klingt das nicht schlecht. Wenn man es oben spielt, klingt es auch gut, aber... Ja, mit viel Luft und so. Dann klingt das eben wie Jazz. Gut, der letzte Teil, den wir noch brauchen, der fängt auch beim tiefen H an. Also wenn ihr es unten spielen wollt, das tiefe H ist der erste Ton. Und dann geht es einfach nur diese Moll-Pentatonik, die E-Moll-Pentatonik, ein Stück nach oben. Da ist zwar wieder so ein Ausnahmeton drin, den zeige ich euch gleich. Aber jetzt erstmal spiele ich es euch vor. Oder eine Oktave höher klingt das dann so. Ihr hört, das klingt am Schluss sehr bluesy, bluesig. Das ist die Stelle hier. Das liegt an diesem B, was wir hier noch dazu nehmen. Das B ist eine Blue Note und das ist dieser typische Ton, der die Moll-Pentatonik von der Blues-Tonleiter unterscheidet. Das ist nur dieser eine Ton. Wenn der dazu kommt, klingt es nach Blues. Okay, die Töne, die ihr braucht. Ich erkläre es jetzt erstmal in dieser Lage, also in der hohen Lage, damit ihr es erstmal verstehen könnt. Und dann gucken wir mal, dass wir es tief auch noch spielen. Okay, es geht los mit H. Danach springen wir aufs D mit Oktavklappe. Dann gehen wir wieder zurück zum H. Also ich sag's nochmal, H, D, H, D, E, G, H, D, H, D, E, G. Ihr könnt das auch so üben, ne? Ihr könnt euch die Noten vorsagen oder vorsingen und dabei greifen. Vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen vorstellen, wie es als Note aussieht, ja, wie es auf dem Blatt geschrieben aussieht. Dass ihr das irgendwie oben in die Birne bekommt. Ich zeig mal die Finger. Also es geht los mit dem H. Dann springe ich auf das D mit der Oktavklappe. So, jetzt brauchen wir noch einen kleinen Schnipsel. Und der beginnt hier oben beim B. Oktavklappe. B, wisst ihr wahrscheinlich, B ist, wenn ich das H, den Zeigefinger vom H ein Stück runter drücke und diese kleine Klappe unter dem H noch mitnehme. Also ich drücke zwei Klappen mit einem Finger. Da fange ich an. Dann kommt B, A, G und der letzte Ton ist das E. Das klingt so. Jetzt machen wir es mal ganz am Stück, die letzten vier Takte und mit dem H geht's los. So, das ist alles. Wenn ihr jetzt die anderen Teile schon könnt, dann können wir es zusammensetzen. Wenn nicht, guckt euch ruhig die anderen Videos nochmal an, schafft euch ein bisschen die Tonleiter drauf, also diese E-Moll-Pentatonik.
dass die Finger wissen, wo es hingeht, dass sie keine Noten mehr braucht. Und dann könnt ihr diese einzelnen Teile, also im zweiten Video habe ich das erklärt, diese einzelnen Teile könnt ihr erstmal lernen. Und dann setzt ihr noch diesen dritten Teil von heute, von diesem heutigen Video noch dazu. Und dann haben wir die ganze Melodie. Wenn ihr das könnt, dann können wir das jetzt zusammen spielen. Das probieren wir mal, ja? Okay, es geht los hier mit dem H. Summertime geht los mit H. Tiefes H. Dann geht's weiter. Jetzt kommt wieder der Anfang. Und jetzt beginnt die letzte Phrase beim tiefen H. B. Und das war's schon. Das ist eine relativ einfache Melodie. Klar, man muss erstmal reinkommen. Das geht nicht so leicht, aber wenn ihr einfach diese einzelnen Teile verstanden habt, einer wiederholt sich sogar, dann habt ihr es relativ schnell drauf. Ist auch nicht lang, sind nur 16 Takte, geht schnell, hat man schnell auswendig gelernt. Ja, gut. Wenn ihr irgendwas gelernt habt in diesem Video, dann würde es mich freuen, wenn ihr unten auf diesen positiven Daumen klickt. Dann, genau, gebt mir eine positive Bewertung. Ihr könnt diesen Channel abonnieren, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos. Wenn ich was hochlade oder poste, dann seht ihr es sofort. Und könnt ein bisschen mitlernen, mit mir mitspielen. Ansonsten könnt ihr das Video gerne teilen, wenn ihr jemanden kennt, den das interessiert. Wenn ihr denkt, hey, der lernt ja auch Saxophon, mein Kumpel, dem schicke ich das mal. Dann macht das gerne auf Facebook teilen oder irgendwo. Ne? Das würde mich auch freuen. Gut, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Es gibt noch ein Video zu Summertime. Da werden wir das in Time spielen, also richtig mit Zählen. Und es gibt wahrscheinlich auch ein Playback dazu. Ne? Dann könnt ihr ein bisschen mitspielen. Playbacks findet man auch hier zum Beispiel auf YouTube. Da gibt es einige. Gibt es gute, schlechte, je nachdem, wie die gemacht sind, ob es vom Computer gespielt wird oder von richtigen Leuten. Könnt ihr mal gucken. Sucht einfach mal Summertime Playback oder Summertime Backing Track. Könnt ihr oben eingeben. Danach suchen findet ihr bestimmt 10 verschiedene. Wahrscheinlich viel mehr noch. Ne? Gut, jetzt viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.